Ein weiteres Ausflugsziel unserer Irland-Rundreise ist die Stadt Kilkenny, die im Südosten der Republik Irlands an den Ufern des River Nore liegt. Sie ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Grafschaft und hat nahezu 9000 Einwohner. Die Burg Kilkenny Castle wurde oberhalb des Flusses auf einem Hügel innerhalb einer weitläufigen Parkanlage errichtet. Gärten und Parks um das Schloss sind für die Öffentlichkeit zugänglich. Kilkenny Castle ist das bekannteste Gebäude Irlands. Die vermeintlich im 12. Jahrhundert erbaute Burg war ursprünglich aus Holz. Erst im Jahre 1213 wurde die steinerne Burg erbaut. Die Butler-Familie kaufte das Schloss im Jahre 1391 und lebte dort bis 1935. Das Objekt wurde im Jahre 1967 an die irische Nation übergeben. Auf dem Weg von der Burg zur Kathedrale gelangen wir durch die Altstadt und passieren mehrere Seitengassen. In der ältesten Gaststätte der Stadt machen wir eine kurze Unterbrechung. Diese trägt immerfort den Namen der ersten Wirtin, Alice Kitteler, die im 14. Jahrhundert vermeintlich 4 Ehemänner ermordete. In der Bevölkerung war sie als eine Hexe verschrien. Jetzt erreichen wir die Marienkathedrale von Kilkenny. Sie wurde im neugotischen Stil unter Verwendung von grauem Kalkstein erbaut. Trotz der verheerenden Hungersnot in Irland wurde die Kathedrale erbaut und am 4. Oktober 1857 eingeweiht. Die Orgel wurde erst 1866 installiert. Nach der Besichtigung fahren wir an Macrom, Waterford vorbei. Hier machen wir keinen Halt. Dieses Wikinger-Schiff verrät die Vergangenheit von Waterford. Jetzt erreichen wir Macrom, unseren Ausgangspunkt für weitere Besichtigungen.